Dr. Rosaline, wo bist du mit deinen Gedanken, Neil? Ja, erstmal, miau, willkommen zum neuen Mittagsprojekt To the Moon. Entschuldigt, dass das Bild so klein ist, aber es lässt sich nur im Fenstermodus aufnehmen und das ist dann nun mal so klein. So, schauen wir doch mal, was hier los ist. Dr. Watts, entschuldige vielmals, dass ich heldenhaft versucht habe, dem plötzlich auftauchenden Eichhörnchen auszuweichen. Du hast es trotzdem überfahren. Oh, so startet dein Spiel aber nicht gut. Oh. Du hast es überfahren und bist gegen den Baum geknallt. Naja, nicht so schlimm. Der Wagen gehört der Agentur. Machst du Witze? Der Chef wird uns umbringen. Wir sagen einfach, ich hätte einen Hundewelpen gerettet. Er mag doch kleine Hunde, oder? Er ist eher ein Katzentyp. Ah, guter Typ. Nein, alle Tiere sind gut, auch Hunde. Warum muss immer alles so kompliziert sein? Na gut, wir haben seinen Lieblingsfell neu gerettet. So, Krise abgewendet. Gut, das kannst du dann ja alles so in den Bericht schreiben. Lass uns die Ausrüstung aus dem Wagen holen und losgehen. Linke Maustaste drücken, um mit einem Objekt zu interagieren. Ah ja, da kommt schon die Patschehand. So, diese beiden Doktoren holen sich jetzt ihre Ausrüstung. Hab das Mistding. Lass uns loslegen. Ja, okay. Patient offline. Okay, also wir haben hier Dr. Neil Watts, Technician Specialist, Sigmund Corp. Oder Dr. Effa Rosaline, Senior Memory Traversal Agent, Sigmund Corp. Notizen habe ich noch nicht. Inventar, Ausrüstung. Eine so schwere Kiste kann nur wichtige Dinge enthalten. Okay, und ich kann jetzt auch speichern. Okay. Ja, yeah, I don't know what to do. Was mache ich denn jetzt? Ah ja, mit der rechten Maustaste wieder raus? Ja, okay. Oh, okay. Alles klar, ja, so eine Art Spiel haben wir bei mir eigentlich noch nie gemacht. Schauen wir uns doch erstmal das arme Ding an. Ach, hör schon auf. Ich habe das Auto zu Schrott gefahren, nur um ihm auszuweichen. Was hätte ich sonst tun sollen? Ausweichen und das Auto nicht zu Schrott fahren. Das ist ein bisschen viel verlangt. Nun gut, sonst können wir hier nichts tun. Zu Fuß geht's oben lang weiter, links oder rechts? Weiß nicht. Also für mich ist es übrigens komplett blind. Ich habe das Spiel zwar schon länger. War übrigens eine Idee vom lieben Theoretiker. Der hat mir ganz viele Spiele vorgeschlagen, die ich jetzt mittags machen kann. Und ja, To the Moon wurde es dann. Ich habe das eigentlich nur, weil es noch ein DLC dazu gibt, einen Mini-Comic. Und den werden wir im Anschluss daran auch machen. Da spielen wir nämlich, oder beziehungsweise da geht es um ein kleines Plüschplatypus. Und das wollte ich unbedingt haben. Deshalb spielen wir jetzt To the Moon, damit ich dann den Mini-Comic haben kann. Das Schild zum Haus zeigt in die andere Richtung. Oh, wie nett von ihm zu existieren. Okay, dann gehen wir halt da oben lang. Hey, warte mal, was ist mit dem Auto? Ich wollte nur sicher gehen, dass du es nicht vergisst. Ah ja, wie du immer an mich denkst. So, ist es denn für euch blind oder habt ihr es schon mal gespielt oder gesehen? Bitte natürlich nichts verraten, ihr Lieben. Schnaftis, aber das wisst ihr ja. Und da es für mich ganz blind ist, wird es natürlich öfter mal passieren, dass ich irgendwas hier übersehe oder vergesse zu tun. Das ist nicht so schlimm. Ich habe nicht den Anspruch, auf 100% zu spielen. Da müssen wir dann einfach durch. Wer hat da einen Felsbrocken hinterlegt? Vielleicht ist das ihr Sicherheitssystem. Zur Gurke nochmal, unsere Zeit ist zu kostbar für solchen Quatsch. Ja, oder wie Minerva sagen würde, oh, yes, Gurke. Versuchen wir, ihn aus dem Weg zu rollen. Vielleicht können wir einen Ast als Hebel benutzen. Moment mal. Oder wir machen einfach Feierabend und gehen diesem Ding hier die Schuld. Ich breche natürlich nicht die Mission ab, ich versuch's mal mit den Händen. Alles klar, auf drei. Eins, zwei, drei.
Hui. Boing. Was macht denn... Okay, er dobs davon. Das hast du auch gesehen? Was war das? Kein Felsbrocken. So viel steht fest. Naja, wir müssen sowieso weiter. Wir können später noch darüber nachdenken. Ja, genau. Okay, gut. Ich weiß tatsächlich auch überhaupt nicht, worum es eigentlich geht. Huch, noch mehr Eichhörnchen. Ich könnte die, wenn ich schnell genug bin, glaube ich, auch immer andatschen. Oder kann ich hier noch? Ich kann noch was an dem Baum machen. Achso, ja, wegen dem Ast wahrscheinlich. Okay, jetzt habe ich nur die Vögel erschreckt. Was ich immer mal überlegt hatte, mit euch zu machen, ist übrigens Stardew Valley. Aber eigentlich ist Stardew Valley so mein persönliches super Wohlfühl. Ich zocke einfach ein bisschen und fütter die Tiere Spiel. Und um so ein Spiel zu spielen, braucht man eigentlich mega viel Gesprächsstoff. Und den habe ich im Moment nicht so. Deswegen mache ich das eher nicht. So, dann gehen wir doch mal hier rein. Mom, sie sind da. Kein schlechter Ort, um in Rente zu gehen, was? Hm, da geht noch was. Nachtschichten. Liebst du oder hast du sie? Du kennst die Antwort, du verdammte Nachteule. Wir werden wahrscheinlich wieder eine Nacht durchmachen müssen, weißt du? Ist mir klar. Und ich bezweifle, dass sie Kaffee haben. Halt den Mund. Und das Meeresrauschen wird unsere Ohren sanft umspielen. Davon werde ich bei deinem Gequatsche ohnehin nichts mitbekommen. Und dein Augenlider wäre... Hm, da ist die Tür auf. Vergiss nicht unsere Ausrüstung, Idiot. So ein bisschen Team Rocket-Style, finde ich. Ich werde viel zu schlecht bezahlt für das hier. Komm schon, James. Geh rein. Erster Akt. Ich habe das noch nie jemandem erzählt, aber ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Das ist alles sehr mysteriös hier, finde ich. Dr. Watts und Dr. Rosaline, nehme ich an, sagt Lily. Danke, dass Sie so kurzfristig herkommen konnten. Kein Problem. Ich bin selbst nicht so gut darin, Tode vorherzusagen. Sind Sie die Tochter des Patienten? Oh, nein, ich bin nur die Pflegerin. Und das sind meine Kinder, Sarah und Tommy. Ich habe hier nicht gerade einen 8-Stunden-Job. Deshalb erlaubt uns Johnny, hier zu wohnen. Ich nehme an, dieser Johnny ist unser Mann? Johnny? Hören Sie, wenn wir es hier mit einem Kind zu tun haben, dann sind wir nicht die Richtigen für Sie. Nein, nein, er möchte nur lieber so genannt werden. Er ist oben, sein Arzt ist gerade bei ihm. Kommen Sie bitte mit. Also dann schnapp dir den Koffer und los geht's. Wenn mein Rücken eines Tages schlapp macht, verklage ich dich auf Schadensersatz. Nimm das und... Okay, ab nach oben, bevor ich dieses Ding noch fallen lasse. Yes, nach oben. Okay, sie sind weg. Wer zuerst da ist, darf die Melodie spielen. Das ist nicht fair, du hast mich geschubst. Gar nicht wahr. Egal, du hast eh die beiden langweiligen Noten.
Für ihr Alter sind diese Kinder ziemlich gut. Hey, du bist diejenige, die hier ständig erzählt, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Wobei ich rein zufällig derjenige bin, der das Gewicht eines kleinen Meteoriten durch die Gegend schleppen darf. Ja, ja, komm schon. Wollen Sie aufbauen? Erstmal umsehen. Ach, ich glaube, ich möchte dieses unfassbare schwere Gerät noch ein wenig länger durch die Gegend tragen. Aber danke der Nachfrage. So, können wir hier denn sonst überhaupt irgendwas tun? Hier, Bücherregal. Eine Auswahl medizinischer Fachartikel. Okay. Sonst können wir dann nur gleich mit denen da sprechen. Was sagt uns denn hier der Pfeil? Okay. Licht an. Ein Badezimmer. Aber schön gemacht, finde ich. Okay. Gehen wir doch mal dahin. Zurück und dann... Der Arzt sagt, er ist nicht mehr ansprechbar. Aber wie es aussieht, tut er sein Bestes, um bei uns zu bleiben. Schwer zu sagen, wie viel Zeit ihnen bleibt, aber ich würde mich beeilen. Wollen Sie aufbauen? Maschine absetzen. Ja, dauert nur einen Augenblick. Sind Sie sicher, dass eine normale Steckdose für Ihre Zwecke ausreicht? Keine Sorge, wir sind die Fachleute auf diesem Gebiet. Oh, Mist. Reine Routine. Ich teste nur, ob ihr aufpasst. Wie macht er sich? Nicht so gut. Wenn Sie mich fragen, er hat noch ein oder zwei Tage. Das ist reichlich Zeit. Mist, ich habe mich hier nicht bei den Bildern umgesehen. Sie beide können ihm also jeden Wunsch erfüllen, ja? Wir können es zumindest versuchen. Bis jetzt haben wir es noch immer geschafft, denn wir sind einfach der Wahnsinn. Also, wie lautet der Wunsch? Der Mond. Der Mond? Der Mond. Er möchte zum Mond fliegen. Die alten Knacker werden auch immer abgedrehter, was? Also, ist das möglich? Kommt drauf an. Das Wort, das du suchst, heißt ja. Warum erzählen Sie uns nicht ein wenig über unseren Kunden hier? Tja, ich weiß eigentlich nicht sehr viel. Johnny ist ein seltsamer Mann. In den 2 Jahren, die ich hier gearbeitet habe, hat er kaum gesprochen. Er hat sein Leben lang als Handwerker gearbeitet und seine Frau ist vor 2 Jahren gestorben. Mehr weiß ich auch nicht. Himmel nochmal, ich hätte mehr erfahren, wenn ich sein verdammter Zeitungsjunge wäre. Sei still, mach einfach deine Arbeit. Nun ja, ich denke, wenn Sie sich im Haus umsehen, können Sie noch einiges über ihn erfahren. Johnny hätte sicher nichts dagegen, er hat sie beide ja beauftragt. Gut, dann machen wir das. Also, wer von uns beiden spielt Detective? So, ich möchte lieber mit ihr. Danke für das Angebot, aber ich bin voll damit ausgelastet, einen Backenabdruck auf diesem Stuhl zu hinterlassen. Gut, weitermachen. Tommy und Sarah können sie herumführen. Sie sind wahrscheinlich unten am Piano. Ja, so, im Bad waren wir schon. Jetzt kann ich mir zum Glück die Bilder hier angucken. Das hier ist nämlich der Leuchtturm, der auch das Symbol des Spiels ist. Das Gemälde zeigt einen Leuchtturm an der Küste. Okay, mehr erfahren wir auch nicht. Das Gemälde zeigt eine Frau. Sie hält etwas Gelbes und Blaues. Das Gemälde zeigt ein Tier oder so etwas. Das ist bestimmt der kleine Platypus. Das Gemälde zeigt 3 Leute, die sich unterhalten. Okay. Ja, ihr Lieben, sehr mysteriöser Anfang. Ich weiß auch noch nicht mehr als ihr bis jetzt. Ich würde sagen, morgen gehen wir da mal zu Sarah und Tommy und lassen uns das Haus zeigen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, mal ein ganz anderes Spiel für meinen Kanal. Wie findet ihr es so? Schreibt gerne ein paar Kommis. Würde mich sehr freuen. Und ich nehme jetzt mal noch für den Rest der Woche auf. Also... Ich bin schon auf euer Feedback gespannt und hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein bei To the Moon. Dankeschön, bis dann.